إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alles Lob, jeder Dank gebührt Allah. Ihn allein bitten wir um seinen Beistand und ihn allein bitten wir um seine Hilfe. Und er ist es, den wir um seine Barmherzigkeit, um seine Vergebung bitten. Und wir suchen allesamt Schutz bei Allah, Zuflucht bei Allah, vor den Übeln unserer eigenen Taten und vor den Übeln, die in uns selbst begraben liegen. Jedem, dem Allah Ta'ala den geraden Weg gewiesen hat, für diesen gibt es niemanden, der ihn in die Irre zu führen vermag. Und jedem, dem Allah Ta'ala erlaubt, dass er in die Irre geht, für diesen gibt es niemanden, der ihn zu Recht leiten vermag, außer Allah, der Erhabene und Rechtleitende, Al-A'la, Al-Hadi, einzig und allein. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, und sterbt nicht anders, denn als Muslime. Sterbt nicht anders, denn als Gottergebene. Liebe Geschwister, wir wollen heute über das Lernen sprechen. Wie man also das Lernen erlernt. Und dazu ist es erstmal wichtig, dass wir uns über den Stellenwert des Wissens noch einmal bewusst werden. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Wissenserwerb eine Pflicht für jeden Muslim darstellt, ob Mann oder Frau. Und er sagte weiterhin, dass Allah Ta'ala, die Engel, die Bewohner des Himmels und die Bewohner der Erde, sogar die Ameisen in ihrem Bau und der Fisch in den tiefsten Tiefen des Meeres Segnungswünsche für denjenigen ausspricht, der den Menschen Wissen beibringt. Und ebenso sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der auf dem Weg ist, sich Wissen anzueignen, dass er so lange auf Allah Ta'alas Weg ist, wie er zurückkehrt. Und dieser Weg, liebe Geschwister, er ist beschwerlich. Das sehen wir am Beispiel Musas, Friede sei mit ihm, der, obwohl er der Kenntnisreichste auf Erden gewesen ist zu seiner Zeit, trotzdem zu einem Spezialisten gehen musste, einem weiteren Propheten, dem Allah Ta'ala Wissen offenbarte, welches er Musa alaihi salam noch nicht gab. Und er musste zu diesem Lehrer reisen. Der Lehrer kam nicht zu ihm. Und es war eine beschwerliche Reise, wie wir in der 18. Sure nachlesen können. Und als er ankam, setzte er sich nicht hin und der Unterricht begann. Nein, die Reise ging weiter, weil der Lehrer unterrichtete ihn auf einer weiteren Reise. Und er war ein strenger Lehrer. Und stellt euch vor, ihr begebt euch hin zu einem solchen Lehrer. Und ihr sammelt alle möglichen Fragen, ihr seid gespannt. Und das Erste, was ihr hört, dass man keine Fragen stellen darf. Dieser Weg, liebe Geschwister, er ist nicht leicht. Aber wir haben bereits gesehen, welche Belohnung, welche Vorzüge, welche Segnungen mit diesem Weg verbunden sind. Und für unsere spezielle jetzige hiesige Situation kann man festhalten, dass er auch ein sehr kostbarer Weg ist, in vielerlei Hinsicht. Wisst ihr, was ein Realschüler aufgibt, wenn er einen Tag sagt, ich habe keinen Bock zu gehen, ich bleibe liegen? Mehr als 23 Euro kostet dieser Schultag. Und dann Gymnasialschüler, ja, sein Tag kostet noch mal mehr. Das ist das, worauf wir verzichten, liebe Geschwister. Im Laufe durchschnittlich vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss gibt der Staat 100.000 Euro aus. Das ist etwas, was man kostenlos bekommt und noch weiterhin verwerten kann, indem man sich, ja, indem man arbeitet, indem man sich selbstständig macht
Medizinstudenten. Durchschnittlich kostet ihr Studium 200.000 Euro. Und danach können sie noch weiter Geld machen. Natürlich, sie geben ihre Jugend für dieses Studium hin. Aber es ist wertvoll. Für diese Welt, wie auch für die nächste Welt. Imam Shafi'i, er sagte, dass der beste Beruf nach dem Beruf desjenigen, der für die Religion sich einsetzt, der Gelehrte, der Beruf des Arztes ist. Weil so oder so wird man entweder immer einen Imam brauchen, einen Gelehrten brauchen oder aber einen Arzt. Vor 3 Tagen, liebe Geschwister, habe ich auf Focus Online gelesen, dass in Deutschland ein Ärztemangel herrscht. Und viele Praxen bedroht sind, von der Schließung bedroht sind. Und verschiedene Meinungen wurden geäußert, wie man das zu lösen vermag. Und eines der Lösungswege war gewesen, dass man Ärzte aus dem Irak und aus dem Iran hierher holt. Verzeihung, aus dem Iran meine ich. Weil sie dort ein ähnliches Hausarztsystem haben und weil die Ausbildung vergleichbar ist. Und jetzt schon bereits in einigen deutschen Krankenhäusern wird davon gesprochen, dass kaum einer richtig Deutsch spricht. Weil die meisten Mitarbeiter in den Krankenhäusern aus dem Ausland kommen. Aber stellt euch mal vor, wir als Muslime, wir würden diesen Befehl von Allah Ta'ala ernst nehmen und studieren. Und gleichzeitig unsere Dunya für uns absichern. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا. Und vergiss nicht deinen Anteil von der Welt. Und gleichzeitig öffnet man eine Praxis und man bringt vertrauensvolle Dienste an den Menschen. Wo er weiß, der ist Muslim, der lügt nicht, der wollte mir diese Medikamente nicht verschreiben, der wollte mir diese und jene Therapie nicht verschreiben, weil sie vielleicht nur Geldmacherei ist, weil ich es vielleicht gar nicht brauche. Und an dieser Ehrlichkeit, stellt euch vor, ihr habt 500, ihr habt 1000 Patienten, die euch über das Jahr hinweg besuchen. Was wir an Werte vermitteln können. Und das geht aber nur, wenn wir diesen Weg des Wissens gehen. In allen Bereichen. Der vertrauenswürdige Händler. In allen Berufssparten, liebe Geschwister, ist man am sich beschweren. Ja? Man sagt, ja, muss man immer aufpassen. Ich gehe da nur zu dem und dem. Und selbst da, ja. Aber wir können Werte in den Beruf wieder reintragen. Aber das funktioniert nur dann, wenn wir diesen Beruf auch wirklich beherrschen. Stellt euch mal vor, was ist das für eine Wahl? Sagt, ja, gehe ich zu dem Bruder, aber ich habe Angst vor einer Lebensmittelvergiftung? Ja? Oder gehe ich zu dem Halal-Vegetarier und ich weiß, alles picobello, sauber und schmeckt und frisch? Schwierig. Wir wollen unsere Geschwister nicht vor diese harte Wahl stellen. Wir wollen 1A sein. Mit Sternchen. Und dazu gehört aber dieser Fleiß. Und kehren wir zurück zu unserer Religion und lesen den Koran und lesen aus der Sunna, dann werden wir feststellen, wie geehrt dieser Weg ist. Der Weg des Wissens, des Wissensaneignens, der Kompetenzaneignung. Und so werden wir 2 Dinge absichern. Einerseits die Zufriedenheit von Allah Ta'ala und andererseits, dass wir auch unsere Botschaft auf praktische Art und Weise überbringen können, liebe Geschwister. Das Lernen, Lernen. Viele von uns wollen lernen. Den meisten von uns fällt es schwer. Und das liegt daran, dass wir oftmals die falschen Techniken verwenden. Ich kann mich gut daran erinnern, es gab so ein Brüderschwimmen, glaube ich, gibt es heute auch noch, jeden Samstag in Rüsselsheim. Und ich bin 2, 3 Bahnen geschwommen und ich war K.O. gewesen. Ich brauche erstmal eine Pause. Und ich war langsam gewesen. Und jemand anderes ist vielleicht 4, 5 Bahnen in derselben Zeit geschwommen und ist noch im Wasser geblieben, schwamm noch 20 Minuten und ganz entspannt konnte er seine Pause verbringen. Hat gar keine Pause gebraucht. Und ich habe mich so verglichen, der eigentlich so viel Kondition, mehr hat er gar nicht als ich. Warum? Weil er schwamm mit der richtigen Technik. Er schwamm mit der richtigen Technik. Kehren wir zum Koran zurück, zum Aufbau des Korans, wie Allah Ta'ala den Koran gestaltete und wir werden einige sehr besondere Lerntechniken für uns daraus extrahieren können. Angefangen beim Anfang bei der Al-Fatiha. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Al-Fatiha Ummul Kitab ist und Ummul Koran ist.
Und in der arabischen Sprache wird damit auch die Zusammenfassung wiedergegeben. Das, was alles beinhaltet. Und Allah Ta'ala, er wollte, dass wir am Anfang des Korans bereits eine Zusammenfassung haben, damit wir wissen, was uns erwartet. Wir müssen den Lernstoff zusammenfassen, liebe Geschwister. Wir müssen den Lernstoff in Kapitel einteilen. Allah Ta'ala, er wollte nicht einfach nur, dass er uns etwas offenbart und wir müssen dann mit diesem Block an Text letztendlich umgehen, sondern er teilte es für uns ein in 114 Kapiteln. Und er gab diesen Kapiteln besondere Namen. Namen, die mit dem Inhalt des Kapitels zusammenhängen. Nicht einfach nur durchnummeriert. Und es ist etwas, was sehr Interessantes. Wir, die in Deutschland sozialisiert wurden, wir verbinden viel mit Zahlen. Und es mag sein, dass ein Imam, der den Koran wunderbar auswendig beherrscht, wenn man ihn fragt, welche Nummer ist Surat Yasin oder As-Saffat, er wird es gleich gar nicht wissen, weil er dieses System mit den Nummern sich gar nicht so eingeprägt hat. Aber er hat den Namen und er kann die Reihenfolge auch auswendig, wie wir das immer jeden Ramadan im Tarawih-Gebet feststellen, kann auch die Reihenfolge auswendig vortragen, ohne dass er dabei fehlt. Das heißt, wir fassen den Lernstoff zusammen. Wir unterteilen den Lernstoff in Kapitel und wir geben diesen Kapiteln Namen, Stichworte. Und dazu gehört natürlich, was jetzt indirekt ausgesprochen wurde, das Schreiben und das Lesen. Aber wir werden uns selbst vorfinden, wir sind lesefaul geworden. Kulturell gesehen. Die PlayStation-Spiele und Nintendo DS-Spiele und alles andere Mögliche stapelt sich. Aber Bücher, die sind irgendwo im Schrank, ja, unten, wo waren sie nochmal? Wir brauchen wieder diese Lesekultur, liebe Geschwister, die jahrhundertelang in unserer Gesellschaft verankert gewesen ist. Und wir wissen, das erste Wort, was offenbart wurde, Iqra, lies. Und eines dieser wunderbaren 114 Schätze ist nach dem Stift benannt, Al-Qalam. Bruder, wenn du einen Stift in deiner Hand hältst, hältst du etwas Besonderes in deiner Hand. Etwas, was Allah Ta'ala in den Koran aufgenommen hat. Etwas, was er geehrt hat, dadurch, dass er nach diesem Stift eben ein Kapitel, die 68. Sure, ja, ihr merkt, die 68. Sure, ist nach dem Stift benannt. Und den haben wir zu gebrauchen, liebe Geschwister. Diesen Stift, um das Lernen zu lernen. Dass man den Lernstoff in Fragen umformuliert. Das heißt, man hat eine Aussage, meinetwegen, die Moschee fasst 400 Betende. Wir formulieren das um in eine Frage. Wie viel Betende passen in die Moschee hinein? Weil der Mensch, er ist so konzipiert, dass die Frage ihn anregt. Die Frage regt ihn an. Da gibt's, ja, der Blutdruck steigt ein wenig mehr. Die Konzentration, sie wird geschärft bei dieser Frageformulierung. Auf einmal die Konzentration, sie steigt, weil eine Frage in der Luft liegt. Und das ist das, was Allah Ta'ala selbst im Koran verwendete. Die rhetorische Frage. Warum sind die ganzen Fragen im Koran? Bedenkt der Mensch nicht? Wie ist dies? Etc. Um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Konzentration nochmal gegenwärtig zu machen. Sprachbilder. Wir sollen versuchen, das, was wir zu lernen haben, in einem Sprachbild, mit einer Botschaft gepackt in Sprache zu verfassen. Als Allah Ta'ala beispielsweise über die Beziehung zwischen dem Ehemann und der Ehefrau sprach, sagte er, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sie, die Ehefrauen, sind euch ein Gewand und ihr, die Ehemänner, sind ihnen, den Ehefrauen, ein Gewand. Was ist ein Gewand? Allah Ta'ala will, dass wir über das Gewand nachdenken, weil wenn wir nicht darüber nachdenken, was ein Gewand bedeutet, dann werden wir nicht verstehen, was Allah Ta'ala damit meint. Kehren wir zurück in unser Leben.
Was ist ein Gewand für uns? Ein Gewand bedeutet für uns erstmal einen Schutz vor den Blicken der Menschen. Einen Schutz vor Wind und Wetter. Vor Hitze, vor Kälte, vor Regen, Hagel. Das ist ein Gewand. Das Gewand eines Ritters, die Rüstung, schützt vom Feind. Das heißt, das Gewand ist erstmal, hat eine Schutzfunktion. Die Frau schützt den Mann, wie auch der Mann die Frau schützt. Aber darüber hinaus versuchen wir uns, auch durch unsere Gewänder zu schmücken. Gerade auch am Freitag. So manch einer fragt mich, ja, freitags, warum Jackett und, ja, mach mal ein bisschen langsam, ja. Aber das ist der Freitag. Freitag, liebe Geschwister, das ist unser Tag. Für diesen Tag hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, kann man sich ein, zwei Gewänder vorsehen. Für diesen besonderen Tag, den Freitag. Das Gewand schmückt also auch. Und darüber hinaus gibt Allah Ta'ala uns die Botschaft, dass wir uns ständig zu reinigen haben, wie auch das Gewand ständig zu reinigen ist. Ansonsten wird die Ehe kriseln. Weil wer will schon ein Gewand anhaben und war es am Anfang schön und schützend? 4, 5, 6, 7 Tage hintereinander, ohne es zu reinigen. Das heißt, diese Botschaft der Seelenreinigung ist auch in diesem Vers mit drin. Und das alles in dem Bild, in dem Sprachbild Gewand. Sie sind euch ein Gewand und ihr seid ihnen ein Gewand. Und wir vermögen auch, wenn wir einen Text zusammenfassen, lasst uns diese Sprachbilder verwenden. Denn sie transportieren mehr als 1000 Worte. Und sie transportieren auch Gefühle. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass er von dieser Welt das Parfüm liebt. Warum liebt er so das Parfüm? Es gibt Studien, empirische Forschung auch dazu und dazu auch die nötige Theorie von Chemikern, dass Düfte die Konzentration und das Leistungsvermögen anregen. Wenn man also lernt, soll man versuchen, das Lernen mit besonderen Düften zu kombinieren. Dass man an Dingen vorher riecht, dass man den Raum parfümiert, dass man sich parfümiert. Und es gibt natürlich geeignetere Düfte unter einer großen Auswahl. Das ist auch eine Forschung für sich. Aber nur, dass man davon weiß, das Parfüm, der gute Duft, er vermag auch das Lernvermögen, die Leistungsbereitschaft und das Leistungsvermögen und die Konzentration zu erhöhen. Und jetzt können wir verstehen, aus einer anderen Perspektive, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Parfüm so sehr mochte. Wenn wir an Wissen denken, sind wir aufgrund unserer kulturellen Prägung oftmals dazu verleitet, Wissen mit Büchern zu assoziieren, mit Google, mit Wikipedia, mit dem Internet. Aber Allah Ta'ala in Bezug auf das Wissen hält auch fest, fas'al bihi khabira. Fragt über ihn jemanden, der Erfahrungswissen hat. Al-Khibra ist ein Wissen, was aus einer Erfahrung auch herauskommt, aus einer Erprobung. Nicht nur pure Informationsvermittlung, sondern damit ist auch eine Lebenserfahrung angesprochen. Und die jüngere Generation in vielen Lebensfragen und auch in religiösen Fragen, und alle Lebensfragen gehören auch zu den religiösen Fragen, wir koppeln uns ab von dem Erfahrungsschatz der Älteren. Wie oft fragen wir unseren Vater, unsere Mutter, die älteren Nachbarn, weil ihr Erfahrungswissen ist erprobtes Wissen. In einem zweiten Schritt können wir immer noch mal schauen, ist das auch auf mich anwendbar, was er mir sagt. Aber das reine Buch wird nicht antworten können auf eine Frage. Allah Ta'ala mag das segnen, dass man ein Buch liest, aber das Buch kann nicht antworten. Und das Buch hat auch keine Erfahrung. Das Buch weiß auch nicht, wenn man nach Inhalten dieses Buches handelt, wie das Ergebnis war. Und die schlechten Ergebnisse aufgrund eines falschen Verständnisses dessen, was man im Buch gefunden hat, die werden auch nicht im Buch festgehalten. Und wir kennen den Fall, den Abu Dawud verzeichnete, dass Prophetengefährten einem anderen Prophetengefährten, der verletzt und krank gewesen ist und fragte vor dem Morgengebet, muss ich mich ganz duschen?
Ich fühle mich schwach und krank. Ich bin verletzt. Ich will nicht. Ich kann nicht diese Ersatzwaschung vornehmen. Atayammum. Und sie sagten, Wasser ist doch hier. Und im Koran steht, ja, wenn Wassermangel etc. Du musst es also machen. Und wir wissen, er wusch sich und er starb. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ihr habt ihn getötet. Obwohl sie eine Verbindung zum Buch hatten. Aber oftmals kann man Informationen auch missverstehen. Und deswegen braucht man auch jemanden, der erfahren ist in der Anwendung des Wissens. Wenn es um Lernen geht, ja, in weniger dramatischen Situationen, kann man auch ein Buch aufsuchen oder zwei oder drei oder vier. Man muss es auch nicht mehr kaufen in der heutigen Zeit. Wir haben viele Bibliotheken, Kinderbibliotheken auch. Teilweise haben wir sogar mobile Bibliotheken gehabt. Ich weiß nicht, ob das Projekt immer noch läuft, aber da ist jemand in so einem Art Wohnwagen dann, ja, von sozial schwacher Gegend zu sozial anderer schwacher Gegend gefahren und hat dann Bücher, eine mobile Leihbibliothek angeboten. Auch wunderbare Projekte. Das kann man sich leihen. Oder man kann es sich kaufen. Und auf sein gesamtes Leben anwenden. Auf das Hobby. Auf die Freizeit. Schule, Beruf sowieso. Auf die Religion zuallererst. Und denkt daran, wenn ihr mit der falschen Technik schwimmt, ihr werdet weniger vorankommen, ihr werdet euch mehr erschöpfen und ihr werdet mehr Pause brauchen und es wird weniger Spaß machen, als wenn ihr die Technik zuerst richtig lernt, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet. Auch wenn ihr in der Zeit seht, ah, der andere, der hat ja schon ein bisschen Vorsprung. Keine Angst, den werdet ihr doppelt und dreifach und 10- und 20-fach aufholen. Und am Ende dankbar dafür sein, dass ihr erstmal die Technik gelernt habt, bevor ihr euch in das, ja, in die kalte Dusche praktisch gestoßen habt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Sachen Lernsituation lebte er den Einzelunterricht vor, lebte er den Gruppenunterricht vor und es gab auch Lerngruppen, Tutoriumsgruppen unter den Prophetengefährten, die sich nachts in der Moschee getroffen haben und gegenseitig über die Inhalte des Korans sich austauschten, auch Fragen festhielten, Antworten, denen sie sich sicher waren, weitergaben. Es war so eine Lerngruppe gewesen, die war bekannt als Al-Qurra, ja, weil sie eine spezielle, ausgezeichnete, hervorragende Lerngruppe war von ungefähr 70 Prophetengefährten, die auch tagsüber eine gemeinnützige GmbH gegründet haben, einen Brennholzhandel, und die Erlöse aus diesem Brennholzhandel haben sie den obdachlosen Bewohnern der Moschee zukommen lassen. Manchmal hat man diese Motivation nicht. Man ist alleine schwach, das kennen wir. Aber wenn man einen Partner hat, selbst wenn der auch schwach ist, man schämt sich davor, ja, ihm seine Schwäche zu offenbaren. Und umgekehrt genauso. Eigentlich hat man gar keine Lust, aber irgendwie, man wird durch diese positive Konkurrenzsituation auch motiviert. Und die Motivation ist auch etwas, was der Prophet verwendete, sallallahu alaihi wasallam, schon mit Kindern. Er organisierte oft Wettrennen unter Kindern. Und sagte, derjenige, der zuerst bei mir ist, dem gebe ich dies und jenes. Spielerisch, Konkurrenz, liebevoll. Etablieren unter uns, auf dass wir noch mehr, ja, unser Leistungsvermögen ausschöpfen können. Wenn wir zur Sunna zurückkehren, werden wir feststellen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl damals die Umwelt nicht viel hergab, er verwendete grundlegend heutige Lern- und Lehrmethoden. Heute sehr beliebt PowerPoint, Präsentationen. Er hat auch seine Präsentationen gehabt. Er nahm den Wüstenboden und er zeichnete Bilder, Hilfestellungen und erklärte dann diese Bilder. Eines Tages zeichnete er ein Viereck. Und dieses Viereck teilte er durch eine weitere Linie, eine waagerechte Linie, also praktisch so, ja? Und diese mittlere Linie, sie überstieg das Viereck. Und er erklärte, dieses Viereck ist der Tod. Diese Linie zwischen, also innerhalb des Viereckes, das ist das Leben des Menschen. Und das, was darüber hinausragt, ist die Hoffnung des Menschen. Aber wir wissen, wir werden nicht all unsere Hoffnungen erfüllt bekommen, weil sie vom Tod beendet werden. Und dann zeichnete er noch kleine Striche innerhalb der beiden Hälften und er sagte, wenn ihn das eine nicht trifft an Lebensprüfung, dann wird ihn das andere treffen. Ah,
Und als die Prophetengefährten dieses Bild im Sand sahen, dann war das hier eingeprägt. Dann war das im Gehirn tätowiert. Und bei der Gelegenheit, wir tätowieren uns nicht, liebe Geschwister. Ja, so diejenigen, die vielleicht so einen Gedanken hatten, irgendwas Cooles sich zu tätowieren, das machen wir nicht. Wir ändern nicht die Art, wie Allah Ta'ala uns erschaffen hat. Das Verwenden von Bildern. Ich sage, dass Allah Ta'ala uns beibrachte, Marker zu verwenden. Gelb und ja, rosa und rot und lila, alle wunderbare Farben. Ich habe leider keinen Beleg aus dem Koran, keinen direkten. Und leider auch keinen direkten Beleg aus dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich muss zu einer anderen Art der Offenbarung kommen, um dies zu belegen. Es gibt zwei Sorten von Offenbarung. Die eine, das, was im Koran festgehalten ist und das Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die andere Offenbarung ist die Natur, das Universum. Denn der Schöpfer, er zeigt sich und seine Eigenschaften über seine Schöpfung. Und wenn wir die Natur betrachten, sehen wir, dass es Grundfarben gibt, wie grün und blau. Und darüber hinaus Farben, die sofort unsere Aufmerksamkeit erregen. Das Signal, was am meisten von uns Aufmerksamkeit verlangt im Straßenverkehr, welche Farbe hat es? Rot. Aufmerksam, sei aufmerksam. Ja? Und gelb, oh, pass auf. Und grün, beruhig dich, ist alles in Ordnung. Ja? Und ihr werdet sehen, dass in therapeutischen Zusammenhängen oder in einer Wohnung wird grün verwendet, wird blau verwendet, es beruhigt den Menschen. Aber wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen, wir schauen auf die Werbung, rot, rot, gelb, orange, neon. Unsere Aufmerksamkeit wird sofort gefangen. Wir schauen auf den Apfel, wir schauen auf die Beeren, wir schauen auf Nahrungsmittel in der Natur. Diese Frucht sagt, schau mich an und ess mich. Aber pass auf, nicht alle Früchte, die gut aussehen, sind auch gut. Ja, manche haben Gift in sich. Aber unsere Aufmerksamkeit wurde erstmal durch diese Farbe gefangen. Lass uns unsere Texte markieren, um unsere Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Inhalt auch hinlenken zu können. Lernen ist etwas, was wir auch tun müssen. Lernen, tun wir nur über das Lernen. Learning by doing. Und das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, wer geduldig ist, dem wird Allah Ta'ala Geduld schenken. Es gibt kein anderes Training für die Geduld, als die Geduld selbst. Da muss man durch. Und Freude am Lernen zu haben und das Lernen zu lernen und gut zu lernen, das schafft man nur, wenn man sich auf diesem Weg auch praktisch begibt. Und wenn man nicht alles schafft, dann tut man das, was man gerade zu leisten vermag. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden seien mit ihm, gehorcht so viel ihr könnt. So viel ihr könnt. Holt das meiste aus euch heraus. In diesem Hadith ist bereits enthalten, dass wir nicht immer alles werden leisten können, was Allah Ta'ala von uns verlangt. Und für diesen Bereich ist es wichtig, dass wir ihn nicht entschuldigen, indem wir sagen, ja, das ist nicht so Pflicht. Das ist keine Pflicht. Oder das zählt für mich nicht. Sondern dass wir zugeben, demütig und sagen, oh Allah, ich bin schwach, ich gebe das zu, bitte verzeih mir, bitte lasse mich nach Stärke suchen, um diese Sünde nicht zu begehen, um diesen Zustand, den Sündhaften zu verlassen. Aber man ergibt sich, Allah Ta'ala, in Demut. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, eine weitere Methode, wie man lernen kann, ist, dass man den Lerninhalt auf das eigene Leben projiziert. Das, was man aus seiner eigenen Welt kennt,
Und diese Technik verwendete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Umgang mit den Menschen. Er sagte beispielsweise, stellt euch vor, ihr habt einen Fluss vor eurer Haustür. Und das sagt ihr einem Beduinen, einem Wüstenbewohner. Sofort habt ihr seine Aufmerksamkeit. Und ihr würdet euch 5-mal in diesem Fluss waschen. Würde an Dreck noch etwas an euch bleiben? Oder er sagte, das Gleichnis des Koranbewahrers ist wie das Gleichnis eines Kamelbesitzers. Wenn er nicht auf das Kamel aufpasst, dann wird das Kamel schnell wegrennen. Dieses Gleichnis ist nicht für uns. Das müssen wir umformulieren. Also für uns kulturell. Wir müssen es in unsere Lebenswelt übertragen. Weil wir können es vielleicht uns gar nicht vorstellen. Wir haben eine Katze, die uns ständig hinterherrennt, einen Hund, der uns ständig hinterherrennt. Ja, Hunde halten wir auch nicht bei der Gelegenheit. Ja, außer es gibt Ausnahmesituationen. Aber warum soll unser Haustier weglaufen? Liebt uns doch. Aber nein, Kamele sind sehr eigenständig. Die haben ihre eigene Persönlichkeit. Das müssen wir auf unsere Welt, wenn wir einen Menschen ansprechen, wenn wir uns selbst ansprechen wollen, ja, dann verwenden wir diese Bilder. Jemand mag Fußball, ja gut, dann wende das auf Fußball an. Jemand anderes mag etwas anderes. Aber sprich dich selbst in deiner eigenen Sprache an, die dir selbst auch etwas sagt, die dich berührt, wo du dir das sehr gut merken kannst. Und dann wirst du mit dem Lernstoff auch verbunden sein. Es gibt Wissensblocker, liebe Geschwister. Ich möchte über 3 sprechen. Das eine ist die Arroganz. Mujahid sagte, der Arrogante, wie auch derjenige, der sich schämt, sie werden nichts lernen. Der Arrogante, weil er meint, er hat das nicht nötig. Und der sich schämt, der will es zwar, aber er kann sich nicht überwinden zu fragen. Er schämt sich. Das heißt, diese falsche Scham, die müssen wir ablegen. Natürlich, es gibt immer Leute, die sagen, ach guck, der hat noch nicht mal das gewusst. Aber von diesen Menschen, wenn sich 10 in einem Raum befinden, 9 von denen, die haben es sowieso nicht richtig gewusst. Die tun nur so, als ob sie es wussten. Hätte man sie direkt danach gefragt, wären sie nicht fähig gewesen zu antworten. Und in diesem Sinne ist derjenige, der eine Frage stellt, er gibt auch eine Sadaqa. Er hilft anderen. Auch wenn er vielleicht nur sich selbst in dem Moment helfen möchte. Weil durch die Frage, die er stellt, beantwortet er vielleicht etwas Schwerwiegendes für jemanden, der sich noch nicht getraut hat. Und zum anderen, und das ist wirklich ein Phänomen unter uns, auch, und ich sage gerade in der muslimischen Gemeinschaft, Faulheit. Wir sind absolut faul. Wir holen nicht all das raus, was wir aus uns rausholen könnten. Wir haben hier so viele Möglichkeiten, gerade in diesem Land. Bildungsangebote en masse und kostenlos oder sprichwörtlich von Appel und ein Ei. Ganz billig. Geht in jede Buchhandlung, holt euch den Katalog der Volkshochschule. Macht das Internet auf und guckt Weiterbildungsmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, Kurse. Ihr werdet unzählige Angebote finden. Unsere Bibliothek hier, ja, wer die Bücher dort studiert und das gut behält und das in der Praxis anwenden kann, der ist ein Großgelehrter. Was dort alles in der Buchhandlung an Wissen begraben ist, aber von den Leuten nicht rausgeholt werden möchte. Dann kommt die Idee oder dieses, ja, da kommt der Chef und sagt, ja, ist teuer, die machen viel Geld mit den Büchern. Vergleicht, mehr sage ich dazu nicht. Und zum anderen, wir haben eine kostenlose Bibliothek. Da meldet man sich einmalig an und dann kann man Bücher, ja, ausleihen, zurückbringen, etc. Und viele von den Büchern gibt es auch kostenlos als PDF im Internet, wenn man ein bisschen googelt. Ja? Ich meine jetzt auch legal, ich rede nicht von den Illegalen, das wollen wir nicht unterstützen. Ja? Weil dadurch bremst man auch den Lernfortschritt. Aber wo sind wir? Wir sind faul. Wir haben diesen Witz im Kopf, ja, was willst du mal werden? Ja, Hartz IV, ich werde Hartz IV. Ja? Wir haben viel Zeit, die wir nicht investieren. Viele Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Und Geld, was wir nicht auf dem Weg der Bildung und der Kompetenzaneignung erwerben, sondern für Konsum, dies, das und Jacke und Hose und Playstation und dies und jenes. Aber wir kommen nicht wirklich voran mit diesen Dingen. Aber habt ihr schon mal denjenigen beobachtet, der viel lernt? Der hat so am Ende des Tages so diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit, so
ein Wohlbefinden. Weil er hat eine Leistung vollbracht. Und das ist das Naturgesetz Allah Ta'alas. Jeder Mensch, der eine Leistung vollbringt, der bekommt Glückshormone ausgeschüttet. Der Sportler beispielsweise. Ja, nach dem Sport fühlt man sich immer gut. Aber auch nach dem Lernen gibt es auch dieses Glücksgefühl. Und das Problem beim Konsum ist, es gibt ein Glücksgefühl, obwohl man nichts gemacht hat. Man hat nur sein Geld zum Markt getragen und was anderes wieder mit nach Hause genommen. Aber was vorangebracht hat man nicht, weder seinen Körper noch seinen Geist. Und wer sich Wissen aneignet, er bekommt ein stetiges Glücksgefühl, liebe Geschwister. Weil der Prophet eben sagte, sallallahu alaihi wasallam, er ist auf Allah Ta'alas Weg. Und wenn Allah Ta'ala jemanden als Gast auf seinem Weg hat, dann wird Allah Ta'ala diesen Menschen auch versorgen. Mit Segnungen. Wie der Prophet es auch sagte, sogar dass die Ameise, ja, das nächste Mal, wenn ihr mit euren Kindern spielt und ihr merkt, das Kind möchte was ausprobieren, sagt, vielleicht ist diese Ameise gerade, ja, eine, die für mich Dua macht, weil ich dir gerade was beibringe. Deswegen lass sie noch am Leben. Sogar die Ameise, sie macht Bittgebete für dich. Und die Fische im Meer. Weil dieser Weg ein Geheiligter von Allah Ta'ala ist. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das ist besser. Und widersprach er die Menschen gemäß ihrer Situation an. Besser, du gehst in die Berge und suchst nach Brennholz, als dass du die Menschen anbettelst und der eine gibt dir und der andere gibt dir nicht. Und er sagte ebenfalls, dass der König und Prophet, beziehungsweise Prophet und König, das Wichtigste zuerst, Dawud alaihi salam, dass er nur das aß, was er sich selbst durch seine eigene Hand erarbeitet hat, durch den Handel oder durch das Anbauen von Lebensmitteln, wie auch immer, aber er aß nichts anderes, weil es einen inneren Wert hat, liebe Geschwister, aktiv zu sein. Wir sollen uns jetzt nun fragen, welche Möglichkeiten habe ich zu arbeiten? Und Halal-Arbeit gibt es viel, liebe Geschwister, sehr viel. Natürlich nicht in Massen, aber derjenige, der sie sucht, der findet sie. Und derjenige, der in Notlagen ist, ja, der findet erst recht Arbeit. In den letzten Wochen ist auch das Wort Arbeiterstrich durch die Presse gegangen, weil, ich will jetzt die Straße nicht nennen, dort stehen Männer, meistens aus Osteuropa, und sie warten darauf, bis irgendjemand zu ihnen kommt und sagt, hier, ich brauche einen Dachdecker, ich brauche einen Schreiner, ich brauche einen Elektriker, einen, ja, wie auch immer. Und dann machen sie einen Preis aus, einen Tageslohn oder wie auch immer, und dann finden sie Arbeit. Wie gesagt, diejenigen, die in Notsituationen sind, moralisch sage ich dazu nichts. Aber die Botschaft, die ich hier rüberbringen möchte, haben wir denn denselben Willen, denselben Hunger wie diese Person? Und wir lesen das Buch Allahs, wir lesen den Koran. Und wir folgen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine Bürde. Wir wollen auf den Zeugnissen, wo Ahmed und Muhammad und Fatima und Zainab steht, da wollen wir nicht ständig Vieren, Fünfen und Sechsen sehen. Ja? Sondern wir wollen versuchen, das meiste rauszuholen. Das allermeiste rauszuholen. Fleißig zu sein. Und wie viele Beispiele gibt es, dass derjenige, der fleißig ist, auch wenn Allah Ta'ala ihm nicht akademisches Talent mitgegeben hat, vielleicht hat er ihm handwerkliches Talent mitgegeben, Allah Ta'ala führt diese Menschen zum Erfolg. Und sie sind glücklich und zufrieden, weil sie das meiste aus sich herausgeholt haben. Andere aber, und seien sie relativ erfolgreich, die nicht das meiste aus sich herausgeholt haben, die fühlen sich auch nicht gut. Warum? Sie verwenden sich selbst nicht so, wie Allah Ta'ala es wollte. Und dann kann man nicht glücklich werden. Wie wenn man als Teil falsch in ein Auto eingebaut worden ist. Ja, man ist nicht zufrieden mit seiner Rolle, weil man ist eigentlich dazu nicht gemacht worden. Mögen wir also wieder diesen Ehrgeiz in uns haben. Und das ist das, was so hat Allah Ta'ala uns erschaffen. Kennt ihr ein Kind, was keine Fragen stellt? Es gibt kein Kind, was keine Fragen stellt. Was nicht alles entdecken möchte und darüber sprechen möchte und es kann doch nicht mehr sprechen, sagt, ja, ist total begeistert, will darüber reden, will darüber kommunizieren und weiter entdecken. Und diesen Willen, leider töten wir in uns ab. Aber da sollen wir wieder zurückkehren zu der Art, zu der Beschaffenheit, wie Allah Ta'ala uns ursprünglich gestaltet hat. Ich möchte damit schließen, dass es kein Geheimrezept, weil es eigentlich im Koran offen steht,
Aber es ist eines der wirksamsten Mittel, an seine Ziele zu kommen und Lernstoff auch festhalten zu können über viele Jahre und kompetent verwenden zu können. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Und hab Ehrfurcht vor Allah und er wird euch lehren. Durch unsere Alltagsehrfurcht vor Allah wird Allah Ta'ala uns das Wissen zukommen lassen, es verstehen lassen und auch anwenden können. Das ist sein Versprechen am Ende der zweiten Sure festgehalten. Und der Lehrer von Imam al-Shafi'i, er sagte zu seinem Schüler, das Wissen ist ein Licht von Allah, was nicht in die Herzen derer einzieht, die sündhaft sind. Wenn wir also an unserer Rechtschaffenheit arbeiten, können wir das auch mit der Absicht tun, dass wir gelehrter werden, dass wir erfolgreicher im Beruf und Studium und Schule werden, weil dies ein Gesetz ist, was Allah Ta'ala für uns auch geschrieben hat. Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim. Wir bitten dich, O Allah, bitte rechtleite uns und bitte vergib uns und bitte verhelfe uns zur Rechtschaffenheit. Vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und stehe all denjenigen bei, O Allah, die deine Hilfe benötigen, O Allah, den Bekriegten, den Verfolgten, den Notleidenden, die Katastrophen und Krisen zu durchstehen haben, den Trostbrauchenden, O Allah, den Verzweifelten, O Allah, den Kranken, den Hungernden, den Durstenden, O Allah, denen, die nach Freiheit streben, O Allah, und sich dafür einsetzen, O Allah, bitte stehe all diesen Geschwistern bei und helfe uns auch, all diesen Geschwistern beistehen zu können und jedem, O Allah, der auf dieser Welt notleidend ist. O Allah, bitte lass uns lernen und bitte lass uns das, was wir lernen, praktizieren und bitte lass uns das, was wir praktizieren, mit einer aufrichtigen Absicht praktizieren, wo auch im Nachhinein keine Hochmut aufkommt. Und bitte nimm diese Taten an und am Tage des Gerichts bitte lass uns aus der Hand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trinken dürfen, auf dass wir niemals durstig werden. Und bitte vereine uns mit den Propheten und mit den Wahrhaftigen und mit den Märtyrern und mit den Rechtschaffenen. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Liebe Geschwister, wir werden nun für die Aktivitäten sammeln. Derjenige, der es vermag, möge auf das Versprechen von Allah Ta'ala bauen. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Wenn wir nun zum Gebet aufstehen, lasst uns wissen, dass das Gebet ein vertrauliches Gespräch mit Allah Ta'ala ist. Er hört uns zu und er antwortet auch jedem Einzelnen von uns persönlich. In den Niederwerfungen werden wir unsere Bittgebete an Allah Ta'ala richten und wir stehen geschlossen in geraden Reihen, ohne dass wir auch unsere Nachbarn in irgendeiner Form bedrängen.